Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Michelle und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt oder wenn ihr neu hier seid, dass ihr meinen Kanal gefunden habt. Ich nehme euch heute auf eine kreative Reise mit, denn ich brauchte Hochzeitskarten bzw. eine Karte zum 50. Hochzeitstag und dabei ist auch gleichzeitig noch eine Geburtstagskarte entstanden und das möchte ich euch heute einfach mal zeigen. Ich habe mir hier jetzt Aquarellpapier zugeschnitten und zwar ein bisschen größer, als ich nachher für meinen Kartenaufleger brauche, einfach um das noch festkleben zu können. Und das schneide ich mir nachher zu. Die Maße findet ihr wie immer unten in der Infobox. Ich habe mir dann zwei Schablonen aus meinem Bestand genommen. Das sind zwei Schablonen vom Action, die es mal gab. Und da streiche ich jetzt einfach ein bisschen Modellierpaste drüber, um den Hintergrund interessanter zu gestalten. Und das föhne ich gleich einfach ein bisschen an, damit, wenn ich die Farbe auftrage, nicht alles verwischt. Da ich mich nicht wirklich ja, für eine Farbe schon entscheiden konnte, habe ich mir einfach mal so ein Türkis rausgesucht und ein Lila und später habe ich noch ein Dunkelblau genommen. Denn zu Anfang hat mir das nicht wirklich gefallen, dass die Modellierpaste die Stempelfarbe so doll aufsaugt. Ich muss aber sagen, je länger ich es mir dann angeguckt habe mit meinem Motiv, umso besser gefiel es mir. Genau hier seht ihr das jetzt einmal. Das ist jetzt auch noch nicht richtig trocken und dadurch ja, sah das so ein bisschen wie so komische Kleckse aus und das Papier war so durchgesaugt oder die Farbe war so durchgesaugt und das ja, hat mir zu Anfang nicht gefallen. Aber mit dem Endergebnis bin ich doch sehr zufrieden. Man kann natürlich auch die Farbe so trocknen lassen. Ich war aber einfach zu ungeduldig und hier seht ihr jetzt die dritte Variante, die ich aber am Ende nicht benutzt habe. Und da werde ich das genau andersrum machen. Das heißt, ich nehme erst meine Farbe, habe da auch erstmal das Türkis genommen, sprühe das auch nochmal an, trockne das und dann bin ich aber, weil anscheinend noch irgendwie ein bisschen lila an der Folie war und sich das so komisch vermischt hat, bin ich dann zum Dunkelblau übergegangen. Das ist, glaube ich, auch einfach ein bisschen Übungssache. Ich habe da übrigens einfach so ein Stück Folie genommen und das immer wieder in mein Stempelkissen reingedrückt und mit Wasser befeuchtet und so den Hintergrund gestaltet. Also ich finde es eine schöne Technik, aber man muss ein bisschen üben, bis man so das richtige Gefühl hat. Und da trage ich jetzt einfach danach die Modellierpaste auf. Und was dort passiert ist, die Farbe hat sich trotzdem leicht in die Modellierpaste gezogen. Also so einen großen Unterschied hat es jetzt nicht gemacht. Also ihr könnt auch einfach erst die Modellierpaste auftragen und dann die Farbe drüber machen. Es macht keinen großen Unterschied. Für das Motiv habe ich mir das Stempelset Grund zum Feiern rausgesucht. Ein ehemaliges Stampin' Up! Stempelset gibt es aber so nicht mehr. Und das Stempelset werdet ihr auch am Sonntag nochmal sehen in meinem ja, normalen Tutorial. Dann, da habe ich das auch für eine Karte benutzt. Das habe ich aber schon vorher gedreht und da zu dem Zeitpunkt kam mir dann auch die Idee für diese Hochzeitskarte. Und mit der Stanze stanze ich mir jetzt die Torten aus. Die habe ich gold embossed. Und wenn ihr euch wundert, warum ich die jetzt nur die erste Torte so halb ausgestanzt habe, ich möchte dann nur die Torte verwenden und mit dem Grau, was ich jetzt ausgestanzt habe, sozusagen den Rest. Dann schneide ich mir meine Kartenbasis zu. Zu dem Zeitpunkt habe ich noch gedacht, ich mache nur eine Karte. Ich habe mich dann doch entschieden, zwei zu machen. Und dann passe ich mir einfach die vorher gestalteten Hintergründe an die Kartengröße an.
Mit meiner Schere schneide ich mir dann die Torten zu. Das heißt, aus dem Weißen, wie ich schon vorhin gesagt habe, schneide ich alles ab außenrum und klebe dann mit 1 mm Foampads die Torten auf die grau ausgestanzten Torten auf. Und dann bekommt man einfach so einen schönen Effekt, dass die Torte an sich weiß-gold ist, aber die kleine Schleife und der Tortenheber weiß. Da ich die Karte für eine goldene Hochzeit verwenden möchte, es sind ja 50 Jahre oder 50 Ehejahre, wollte ich jetzt das Thema Gold nochmal ein bisschen aufgreifen und auch die Zahl 50. Und dafür habe ich mir einfach zwei Zahlenstanzen zur Hand genommen, die ich schon Ewigkeiten habe und ich auch überhaupt nicht weiß, von welcher Firma die sind. Und habe mir jetzt auf dem Reststück in Weiß zweimal oder habe das Stück zweimal Gold embossed. Und dann die Zahlen ausgestanzt, sodass ich die noch mit auf meine Karte bringen kann. Jetzt geht es auch schon daran, herauszufinden, welchen Hintergrund ich mit welcher Torte zusammen verwenden will. Ihr habt gesehen, es war schnell klar, dass der dunkelblaue nicht in Frage kommt, aber bei den beiden habe ich dann doch ein bisschen überlegt, wo was hinkommt. Und dann ist das so meine finale, ja, Kartenanordnung oder Motivanordnung. Und da habe ich mir jetzt noch eine zweite Kartenbasis zugeschnitten, weil mir beide Hintergründe mit den Torten gut gefallen haben. Spontan kam mir dann noch die Idee, eine weitere Farbkartonmattung draufzusetzen, einfach passend zur Stempelfarbe. Habe ich geguckt, was ich noch so an Papier habe. Und habe das dann einfach 2 mm kleiner als die Kartenbasis zugeschnitten. Dann nehme ich mir ganz viel doppelseitiges Klebeband, um das leicht gewellte Aquarellpapier gut auf dem Farbkarton festkleben zu können. Und um ganz sicher zu gehen, helfe ich nochmal mit ein bisschen Flüssigkleber nach. Und dann klebe ich das einfach flach auf den Farbkarton. Das wiederum kommt dann mit 1 mm Foampads auf die Kartenbasis. Um den Hintergrund noch ein bisschen spannender zu gestalten, habe ich mir so einen dünnen Goldfaden genommen und habe auf die Karte ein bisschen doppelseitiges Klebeband gemacht und dann einfach, ja, so wie ich lustig war, den Faden draufgewickelt. Das werdet ihr auf den Fotos auch gleich nochmal besser erkennen. Dann können auch schon die Torten auf der Karte befestigt werden. Auch das habe ich wieder mit 1 mm Foampads gemacht und die Zahlen habe ich flach mit Flüssigkleber aufgeklebt. Ja, hier könnt ihr die Karte schon mal sehen. Gefällt mir wirklich sehr gut. Das ist die andere. Die rechte Karte soll später an ein Geschenk angebracht werden und ich hatte erst überlegt, ob ich ein Loch stanze, aber davon bin ich dann doch abgekommen und nehme mir einfach jetzt dieses graue Geschenkband und knote mir das fest, sodass dass es dann einfach an der Flasche befestigt werden kann und man die Karte trotzdem nicht irgendwie zerstört. Das hat mir irgendwie nicht gefallen, dann noch reinzustanzen. Ich schneide mir dann noch ein bisschen weißes Tonpapier zu, um das in die Karte reinzukleben. Für die rechte Karte wird es noch ein bisschen bestempelt und da habe ich die blühenden Worte genommen. Ein Stempelset, was es, glaube ich, soweit noch gibt. Und ja, das habe ich einfach in Schwarz gestempelt und dann noch die Blume aus dem Set genommen, um ein bisschen Farbe reinzubringen. Die habe ich dann in Lila gestempelt und dann ist die Karte auch schon fertig. Ich hoffe, euch hat diese Idee gefallen, beziehungsweise diese Technik. Und wir sehen uns am Sonntag wieder zu dem Video. Wenn ihr neu seid, abonniert gerne meinen Kanal. Schreibt doch mal, wie euch die Karten gefallen. Ich finde, sie sind wirklich schön geworden.
Und dann sehen wir uns Sonntag wieder. Bis dahin. Tschüss.